Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktion. In der nachstehenden Tabelle sind die Bevölkerungszahlen zu zwei verschiedenen Jahren gegeben und wir sollen nun die Entwicklung der Bevölkerung in diesem Zeitraum durch eine Exponentialfunktion beschreiben und letztlich mit Hilfe dieser Funktion ermitteln, welche Bevölkerung wir 2030 zu erwarten haben. Beginnen wir klarerweise mit der Gleichung der Exponentialfunktion. Ich notiere sie zuerst wieder in allgemeiner Form. N3 soll sie ja heißen, diese Funktion. N3 von t ist gleich c mal a hoch t. Und wir suchen nach den beiden Parametern c und a. Unsere gegebenen Bedingungen lauten N3 von 0, denn das Jahr 1981 soll unser Start sein, seit Beginn des Jahres 1981. Das heißt, wir wählen t ist gleich 0 für das Jahr 1981. Da haben wir also eine Bevölkerung von 10.068. Insgesamt 33 Jahre nach 1981 haben wir eine Bevölkerung von 4.524. Das heißt, N3 von 33 ist 4.524. Das sind also unsere beiden Bedingungen, mithilfe derer wir die beiden Parameter C und A nun berechnen wollen. Setzen wir nun in die Gleichung ein, so sehen wir, dass sich Folgendes ergibt. 10.068 ist gleich c mal a hoch 0. A hoch 0 ist 1, also ergibt sich für c sogleich der Wert 10.068. Diesen Wert können wir nun gleich benutzen, um ihn in die Gleichung 2 einzusetzen, die anders geschrieben lautet 4.524 ist gleich c mal a hoch 33. Und wie gesagt, diesen Wert verwenden wir nun gleich in dieser Gleichung. Also 4.524 ist gleich 10.068 mal a hoch 33. Und wir müssen nun nur noch zwei Rechenschritte unternehmen, um zum Wert des Parameters a zu gelangen. Einerseits dividieren durch 10.068 und andererseits die 33. Wurzel bestimmen. Also a ist dann die 33. Wurzel aus 4.524 dividiert durch 10.068. Diesen Wert kann man leicht mit dem Taschenrechner bestimmen. Jedenfalls ergibt sich 0,9760 und so weiter, gerundet 0,976. Wir haben also beide Parameter berechnet und unsere Funktionsgleichung können wir nun notieren mit N3 von t ist 10.068 mal 0,9760 und so weiter hoch t. Somit haben wir den ersten Bullet Point erledigt. Die Exponentialfunktion N3 ist aufgestellt und wir sollen nun mit dieser Funktionsgleichung ermitteln, welche Bevölkerung wir für das Jahr 2030 zu erwarten haben. Naja, ausgehend vom Jahr 1981 mit t ist 0, sind das genau 49 Jahre, die vergehen, bis wir im Jahr 2030 angelangt sind. Das heißt, wir müssen nichts anderes tun, als N3 an der Stelle 49 berechnen. Auch das lässt sich einfach durch Eintippen in den Taschenrechner lösen. N3 von 49 ist jedenfalls 3069,56 und so weiter. Wir haben also mit einer Bevölkerungszahl von rund 3070 gemäß diesem Modell zu rechnen. Damit ist dieses Beispiel fertig gelöst.